Ja? So. Kamera läuft, Schnitt, zack, die erste. Verschieberiete ist eins. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll, dass wir zur Büchertaufe hier gemeinsam bei der Fackelwanderung am St. Moritzer See sind. 1. Dezember 2012, eines meiner weiteren Bücher. Hast du auch diese schlimme Krankheit, Verschieberitis? Time to wake up. Handle in Zukunft sofort, aktive Tipps zur sofortigen Umsetzung. Neben mir der eine Pate, Stefan Berns. Freut mich sehr, lieber Stefan. Vielen Dank. Pate von diesem Buch wärst. Dann Christoph Herzog. Freut mich auch sehr. Vielen Dank. Dass du Pate bist. Dann Holger Peetz. Vielen Dank. Herzlichen Dank, dass du auch hier bist. Die Paten sorgen dafür, dass dieses Buch hier zum Bestseller wird. Und ich freue mich ganz, ganz riesig. Und ich freue mich auch riesig, Werner Ebling, Pfarrer, ein echter Pfarrer, dass er heute die Büchertaufe für uns durchführt. Lieber Werner, wenn du bitte das Buch taufen kannst, soll ich dir die Fackel halten? Ja, liebes Buch. Er muss auch eins kriegen. Ja. Ich wünsche dir eine unglaublich große Verbreitung unter allen, die ihre Aufgaben und Pflichten immer wieder verschieben. Das Buch kommt gerade richtig und wir versammeln uns jetzt da zum Gebet. Wir unterheben unsere Augen auf zum Himmel und danken ihm für das große Werk, das uns unser Ernst Grameri gestiftet hat. Also in diesem Sinn taufen wir das Buch auf den Namen von Ernst Grameri und seinen 1, 2, 3 Paten. Oh. Alles Gute. Lieber Werner, ich bin sehr, sehr, sehr gerührt. Oh. Ich habe schon viele Büchertaufen gemacht, aber okay. So eine schöne Andächtige mit euch zusammen hier bei der Fackelwanderung und mit einem echten Pfarrer. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Okay, magst du was dazu noch sagen, lieber Stefan? Ja, wie ist das für dich als Pate? Sehr gerne. Also mir liegt das sehr am Herzen, dass dieses Buch und das Wissen auch unter die Menschen kommt, weil Aufschieberitis ist nichts für Gewinner und bringt auch uns nicht wirklich weiter, sondern hält uns dramatisch von unseren Zielen ab. Nur wenn ich die Dinge sofort umsetze, sofort ins Handeln komme, dann werde ich mich auch schnell bewegen und meinen Zielen zu bewegen. Und deshalb bin ich sehr froh und klein wenig stolz, auch mit diesem Thema was jetzt zu tun haben zu dürfen, sozusagen. Ich wünsche dem Buch sehr viel Erfolg. Ich wünsche dem Buch, dass es ganz, ganz viele Leser finden wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich wünsche ganz vielen Menschen, dass sie diese Krankheit Aufschieberitis für immer für sich gelöst bekommen. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Stefan, für deine Worte. Christoph, wie ist das für dich als Pate von diesem Buch? Ich bin stolz und dankbar, Pate des Buchs Verschieberitis zu sein oder sein zu dürfen. Vielen Dank, Ernst. Zu diesem Thema, das beschäftigt mich auch schon länger persönlich. Ich habe früher auch viel aufgeschoben, seit ich Ernst Grameri kenne und auch seine tollen Seminare besuche, wird viel mehr von mir aktiv auch persönlich umgesetzt und ich komme meinen Zielen sehr effektiv und viel früher näher als geplant. Die Menschheit schiebt viel zu sehr vor sich her. Es ist einfach ein Dauerbrenner, dieses Thema. Und deswegen bin ich froh und dankbar, auch im Sinne vom Ernst, für dieses Buch auf der Facebook-Seite zu posten. Ich wünsche dem Buch viel Erfolg, eine tolle Verbreitung und einfach, dass viele dadurch angezündet werden, nicht mehr die Dinge so aufzuschieben wie bisher. Ja, vielen Dank, lieber Christoph. Ja, lieber Holger Peetz, wie ist das für dich, als Pate zu sein von diesem Buch? Also ich bin erstmal auf jeden Fall ganz stolz, dankbar, dass ich Pate sein darf von diesem Buch. Von einem Buch, was ja der Titel beschreibt, ist Verschieberitis. Ich denke mal, viele von uns, wenn nicht sogar alle von uns, bevor sie Ernst in dieser Art und Weise kennengelernt haben, bevor sie ja bewusst die Verschieberitis gelernt haben, bekämpfen zu können, bekämpfen, obwohl Kampf ein sehr schlechtes Wort ist, denke ich mal dafür. Verschieberitis ist ein Thema, was uns viele bewegt und was viele oder wir alle bekämpfen können und damit mit diesem Buch auch bekämpfen werden. Vielen Dank. Ja, schön. Vielen herzlichen Dank. Ja, und schön, dass ihr alle dabei seid bei der Büchertaufe am St. Moritzer See. Und jetzt werden wir gemeinsam nicht mit Champagner anstoßen und auch nicht mit Sekt, sondern mit Glühwein.
wie sich das gehört, abends so kurz vor Mitternacht, doch ein bisschen frisch hier. Ja, und ich freue mich riesig, wenn viele, viele, viele Menschen draußen wirklich ihr Leben endlich in die eigenen Hände nehmen und es nicht mehr verschieben auf irgendwann, sondern eine Meisterleistung aus ihrem Leben machen. Denn das Leben dauert einfach nicht ewig, sondern irgendwann ist es zu Ende. Und wie schön, wenn ich einfach dazwischen sagen kann, wow, ich habe gelebt. Und das können wir wirklich sagen dieses Wochenende, richtig? Yes. Ja. Wir sind mittendrin. Okay, in diesem Sinne, bye bye in die Welt hinaus und schön, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Und wir stoßen gleich an. Tschüss, bye bye. Ciao. Ciao.